Hey ho und willkommen zurück bei FreakPeak und einer neuen Folge Hollow Knight. Mal sehen. Letztes Mal haben wir das erste Ende freigeschaltet bzw. gemacht. Heute werden wir ein paar andere Sachen machen. Ein paar neue Bosse besiegen. Bisschen Essenz sammeln. Als erstes würde ich aber ganz gern mal gucken. Ah ne, falsche Richtung. Wir werden mal versuchen, diesmal die Traumversion von dem. Ah! Ist gar nicht schlau. Die Traumversion von dem falschen Ritter zu killen. Was wir da einmal schon mal versucht haben. Wo ich dann nach drei Versuchen oder so aufgehört hatte. Heilen. Ich glaube, hier auch runter muss ich. Okay, ich bin voll geheilt. Hier schon, habe ich das Teil schon geholt. Gucken wir einfach mal schnell. Kann sein, dass ich hier schon war. Wenn ja, dann sind wir einfach noch mal kurz normal hier. Geht die Arena zu? Ah, wir waren schon mal hier. Okay. Dann einfach mal raus. Ah! Das ist zu hoch. Nee. Gut, dann machen wir jetzt. Wie hieß der denn nochmal? Nicht falscher Ritter? Ich fällt noch nicht mehr der englische Name gerade ein dafür. Wie die Traumversion heißt. Hallo! Naja. Gehen wir mal rein. Gescheiterter Beschützer, okay, ouch. Ah. Hört doch mal auf mit dieser Attacke. Okay, geht schon mal nicht gut los. Okay. Zum Reinkommen. Reinkommen, alles gut. Das kriegen wir hin. Ich kann noch nicht mal. Ich kann noch nicht mal den Super Dash machen. So knapp war ich an der Kante. Mann, ich hasse diese Attacke. Ah!
glaube, das war's sogar. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht von so einem Teil getroffen werde. Yes. Nice. Da ist er. Ich wollte sie, die Kraft, andere zu beschützen. Man, halt doch mal die Klappe da drüben. Als ich den Ritter sah, schlafend, sicher in seiner großen, starken Rüstung, nicht der Wahnsinn trieb mich dazu. Ich wollte sie einfach. Jedoch schlussendlich, wenn Stärke einen nicht retten kann, was dann? Und 300. Halt doch mal die Klappe jetzt hier. Okay, dich lasse ich am Leben. Ah, hier komme ich nicht mehr durch, wegen der Infektion. Gut, die nächste Sache, die ich machen wollte, war ein... Oh Gott! War ein Boss in... Ja, fuck, wie hießen die Scheiße nochmal? Rand des Königreichs oder so? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ah! Hinsetzen, damit wir geheilt werden. Station des Königs. Ja, da wollte ich nicht hin. War ich hier schon oben? Ja. Das ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man mehrere Spielstände gleichzeitig hat, was man an welchen gemacht hat. Weg. Weg. Habe ich das schon aufgemacht hier? Nein, noch nicht. Mal außen rum. Jetzt mal hier das Journal vom Wanderer holen. Ah, nein. Das sah irgendwie aus wie eine zerbrechliche Wand. Nein, okay. Ja, das war's hier, glaube ich. Ah, hier könnte ich noch nach oben. Das kann ich ja mal schnell machen. Thank you.
Ah, ich bin an seinem Schwanz vorbeigegangen. Mal sehen, ob er, was er sagt. Wenn ich nicht an seinem Schwanz... Hört sich komisch an, an seinem Schwanz rumgespielt habe. Oh, ein kleines Ding. Du kletterst hoch, suchst du Wissen über diese Länder? Dieser äscherne Ort ist das Grab des Würm. Er soll gekommen und gestorben sein. Aber was ist schon der Tod für dieses uralte Wesen? Eher eine Verwandlung, würde ich sagen. Dieses gescheiterte Königreich ist das Produkt jenes Wesens, das durch dieses Ereignis entstanden ist. Kleines Ding, du trägst das Zeichen des Wurms. Strebst du Veränderung an oder möchtest du diese Ruine retten? Das ist deine Entscheidung. Es sind immer die kleinen Kreaturen, die nach dem Größten streben. Die fallende Asche ist abgestreifte Haut. Der Kadaver des Wurms zerfällt, endlos, ruhig, traurig. Mit dem Verschwinden seinesgleichen wird die Welt kleiner. Aber nein, ich bin kein Wurm. Zu klein bin ich. Zu viele Gliedmaßen. Keine Weitsicht wie diese alten Dinger. Eine stille Zuflucht kletterte ich hier hinauf, fern von spuckenden Kreaturen. Ja, hoch hinauf, fern von einfachen Geistern im Licht verloren. Ihre Einheit ist von anderer Art, Ablehnung des Versuchs des Würm, Ordnung zu schaffen. Ich widerstehe der Verlockung des Lichts. Es mag Einheit bieten, aber führt auch zu einem Geist ohne Gedanken, reduziert auf die Instinkte eines Käfers. Du machst dich dann auf den Weg, zur Rast zieht es mich zurück, obwohl es in diesen Zeiten schwer ist, Schlaf zu bekommen. Ist das? Ja. Möchte seinen Geist nicht offenlegen, das ist beunruhigend, ziemlich aufdringlich. Entschuldigung. Wollt halt sehen, woran du denkst. Ah, Mann. Und schon sind meine Kokonleben weg. Gehen wir das jetzt einfach mal machen. Der Turm der Liebe. Und die Tür aufmachen. Jetzt kommen wir auch von unten da rein. Eine verschlossene, gepolsterte Tür. Schlüssel der Liebe benutzen, ja. Wo saß ich ihn zuletzt? Ich glaube in der Dingsstation. Ist nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass wir gegen ihn sterben. Und falls, dann ist es auch nicht so schlimm. Okay, wir können rein. Hallo! Der Sammler. Er ist auch ein geiler Gegner. Seine Hauptattacken sind einfach diese Gläser runterwerfen, wo Tiere drin sind. Aber solange man den Nagel so weit aufgelevelt hat, dass man die mit einem Schlag killen kann, ist eigentlich alles gut. Und das war's schon mit dem Sammler.
Lass mich raus. Ein Freund. Noch ein Freund. Ach, hier ist das. Das hatte ich noch nie selber gesehen. Keine Ahnung, was soll das bedeuten soll. Drei Freunde gerettet und die Karte des Sammlers. Standorte gefallener Larven werden angezeigt. Können wir doch gleich mal gucken, ob wir hier irgendwo noch welche haben. Ich bin da. Ah, zu den Bienen muss ich auch noch. Unter der Station des Königs? Was war da denn nochmal? Bestimmt irgendwas in den königlichen Wasserwegen. Ach! Nee. In Ismashai? Bin ich bekloppt? Ach nee! Ja, ich weiß. Müssen wir mit der Tram zum uralten Becken oder nach Grenze des Königreichs? Genau, da sind dann noch ein paar. Das werden wir auch noch alles machen. Aber zuerst habe ich gegen den Seelenmeister schon gekämpft, also die erweiterte Version. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hatte ich den Taubennagel noch nicht. Wir brauchen immer noch ziemlich viel Essenz. Gehen wir doch da einfach mal hin. Nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Da unten war auch noch irgendwas, was ich machen wollte. Ich hab den Dings gar nicht an. Mein Kompass. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Okay, der kommt nicht bis hierhin. Hier sind wir, wenn wir hier runtergehen. Ach, zur Tram könnten wir. Oh, hier ist auch noch eine Larve, die ich noch gar nicht habe. Abgrund waren wir, da waren wir. Ah, ich gehe erstmal zu dem Seelenmeister. Na, das ist die falsche Richtung. Hallo Lem. Oh, was machst du hier draußen mit diesem strömenden Regen? Beeindruckender Brunnen, findest du nicht? Ich bin sicher, wir können. Finden ihn beide besser wertschätzen, wenn wir dabei nicht durchnässt werden würden. Der Ritter da oben muss sehr wichtig gewesen sein. Auf der Plakette hier steht etwas von seinem Opfer. Klingt ominös. Wahrscheinlich hat der Ritter ein schreckliches Schicksal erlitten. Auch wenn es so klingt, als hätte er dabei sein Ziel erreicht. In all den Relikten, die ich gesammelt habe, habe ich noch keinen Hinweis darauf gefunden, was das war. Ja, wir haben gegen den schon gekämpft, Lem. Und haben ihn fertig gemacht. Hier muss ich hoch. Na komm. Das dauert aber ewig. Weiter. Weiter. War hier irgendwo was? Nee, hier war keine Larve mehr. Gut. Noch eins hoch. Hier war eine Larve.
Und hier war der Eingang, genau. Aber ich gehe mich zuerst hinsetzen. Oh Mann, du blöde Kuh. Habe ich hier schon aufgemacht? Ja. Gehen wir halt von hier rein. Ach Mensch, guck mal diese. Die Fahrstühle. Nein, du bist mir egal. Ich muss weiter. Drei Schläge brauchen die. Einfach geradeaus. War ich schon hier oben? Ich glaube ja. Trotzdem sah ich jeden mal. Ja, ich war schon hier oben. Sehen, ob das verschwendete Zeit war. Nee, haben wir noch nicht bekämpft. Gut. Der sollte eigentlich relativ flott gehen, hoffe ich mal. Okay, flott ist das falsche Wort. Ist ein sehr nerviger Gegner, weil er ununterbrochen sich teleportiert. Aber ich glaube nicht, dass ich zu große Probleme mit ihm habe. Okay, Gott sei Dank hat er gefaked. Na, ist er verschwunden. Eieiei. Stirb. Einfach heilen. Na, was kann er hier? Was? Jetzt kommt noch die zweite Phase. Ja,
Ich glaube, ich habe gar nicht Schamanstein an. Auf. Doch, habe ich. Warum sieht der so klein aus? In meinen Träumen konnte ich es sehen. Die Rettung des Königreichs, die Heilung der Seuche. Die Antwort lag in der Seele, die unseren Körperleben einhaucht. Aber der König, warum? Er hat sich gegen alles gestellt, was ich tat. Seine Eifersucht, sein Wahnsinn. Er stellte sich gegen mich und nahm mir meine Unsterblichkeit. Nun sind der König und sein Reich tot. Doch ich werde ewig weiterleben. Naja, du bist auch gestorben. Also hör auf hier rumzuheulen. Oh, 1400 haben wir. Mann, bleib doch mal da drüben. Hier runter. Noch eins weiter. Aua. Okay, mal kurz heilen. Kein Bock jetzt hier zu sterben, das wäre ein bisschen peinlich. Setzen. Hier hoch. Obwohl, warte mal. Wir brauchen gar nicht zur Hirschkäferstation. Die nächsten beiden, gegen die wir kämpfen müssen, sind in dieser Richtung. Komm weiter runter. Also, geht gar nicht weiter. Ich glaube, das wäre besser, wenn ich hier lang gehe. Wow. Ey, du lässt mich in Ruhe. Runter hier. Und hier lang. Mal sehen, ob er wach ist, unser Freund. Nö. Dann gehen wir runter und bekämpfen ihn mal. In seiner Traumversion. Keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Habe ich noch nie mit nicht vollen Nagel-Upgrade gemacht. Der weiße Verteidiger. Autsch, geht schon mal. Nicht so schön los. Aua. Menschenskinder. Da habe ich nicht auf den Scheißhaufen geachtet. Das sollte aber möglich sein.
Okay, Kurs mal hier hin, zweimal heil. Ah, falsche Richtung. Ich hasse. Okay, erster Schrei. Okay, wo kommst du? Nice. Mit einem Leben. Alle tot. Das waren da hinten übrigens seine Kollegen plus König. Freunde, ich werde unser geliebtes Königreich beschützen. Glaubt an mich. Meine Freude, Freunde, wir werden alle zusammen sein. Ja, ich hatte das glaube ich schon mal erzählt. Einer der fünf großen Ritter vom König. Erstmal schön Essenz bekommen. Das ist der hier. Ogrim heißt er. Ja, die anderen, von Dreier hatte ich ja schon mal geredet, es war die, die vor dem Haus von der weißen Lady war. Dann, wen gab es dann noch? Isma, von der haben wir ja die Träne bekommen. Oh, ich habe ein bisschen... Ich sollte vielleicht irgendwo heilen. Ja, Isma ist leider schon tot. Das war dieses komische Baumvieh, wo wir die Träne bekommen haben. Dann, wen gibt's denn da noch? Dreier. Ja, Isma. Wo können wir von hier die restlichen bekommen? Dreier, Isma. Hegemol gibt's noch. Das ist. Egemo ist auch schon tot, aber seine Rüstung war der falsche Ritter, den wir hier jetzt am Anfang bekämpft haben. Ja, deswegen hat diese komische Larvenvieh oder was das war, die Made, auch gesagt, ich habe den Ritter schlafen sehen und die Rüstung geklaut und so. Das war Egemos Rüstung. Und. Okay, war der letzte Dreier. Ogrim, Hegemol, Isma. Ach, und Mimir. Die lebt noch. Die haben wir, glaube ich, weiß noch nicht, ob wir. Weiß gerade nicht, ob wir die schon gesehen haben. Ich glaube, wir sind noch nicht ins Haus reingegangen. Und tot, das war so klar. Ist nicht schlimm. Wo bin ich hier? Das ist ein bisschen nervig. Hört doch mal auf, immer zu springen. Unten. Ja, Mimir werden wir noch sehen. Das ist die, bei der wir eine Blumenquest machen müssen.
heilen. Du stirbst. Oh mein Gott. Fucking nerviges etwas. Bist du, da bist du. Oha! Eigener Schatten. ...1800 brauchen wir übrigens. Mindestens, um weiterzumachen, da wo wir... ...um das andere Teil von der Dings zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das Teil, was wir von der weißen Lady bekommen haben. Weißes Fragment. Haben wir es? Ah, okay. 4 brauchen wir noch. Das kriegen wir. So, super. Dann gehen wir zur Hirschkäferstation. Gehen zum Seher. Ewige Ruhestätte. Seherin, A-Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf deinen Traumnagel werfen. Du hast schon 700 Essenz. Ich frage mich, ob die Träumer dich bei deiner Arbeit beobachten. Oder sogar dieser alte König. Dieses Schloss von ihnen, verzweifelt, aber äußerst gerissen. Ich frage mich, wie lange sie dachten, dass es halten könne. Doch ich verachte sie nicht. Während die Geschichte voranschreitet, stumpfe ich immer mehr gegen ihre Wiederholungen ab. Nimm dein Geschenk und sammle weiter Essenz. Sobald du 900 gesammelt hast, komm zurück und besuche mich. Yay! Jetzt können wir ein bisschen mehr Seele haben. Der Traumnagel hält erst 900 Essenz in seinem Kern. Bist du über die vielen versteckten Träume dieses Königreichs überrascht? Ja, du fängst an, sie zu sehen. Die Verbindung zwischen uns, den Träumen. Wir zurücklassen, wie Spuren im Staub. Die Zeit ist gekommen, zu lernen, wie du mit dir verbundene Orte wieder besuchen kannst. Halte den Traumnagel fest, Träger, und stelle dir vor, wie sich ein großes Tor vor dir eröffnet. Ah, stimmt. Das Traumtor. Der Traumtor, der, die, das. Halte nach unten, während du den Traumnagel benutzt, um ein Traumtor zu öffnen. Halte nach oben, während du den Traumnagel benutzt, um zu einem Traumtor zu reisen. Das ist praktisch. Der Traumnagel leuchtet hell. Er enthält über 1200 Essenz. Wenn ich hineinsehe, kann ich so viele Erinnerungen sehen, die mich anschauen. So viele, die wollen, dass man sich an sie erinnert. Keiner von uns kann ewig leben, also bitten wir diejenigen, die uns überleben, sich an uns zu erinnern. Behältst du etwas im Sinn, wird es mit dir weiterleben. Vergisst du es aber, ist es für immer versiegelt und verloren. Das ist der einzige Tod, auf den es ankommt. Ach, so sagt man, aber genug davon. Nimm dieses Relikt und kehre mit 1500 Essenz zurück zu mir. Geh. Erkanes Ei. Ich dachte, ja, das dachte ich mir. Mehr als 1500 Essenz. Der Traumnagel steht kurz davor, vollständig zu erwachen. Gehe weiter deinen Weg, Träger. Ich weiß nicht, was dich führt oder welcher Wille dich vorantreibt. Wenn du 1800 Essenz gesammelt hast, werde ich jedoch hier auf dich warten. Nimm dieses Geschenk. Möge es dir Stärke verleihen und dir dabei helfen, die Essenz dieser Welt zu sammeln. Aha.
Noch eine Maske. So. Ja, die Zeit ist gekommen, der Traumnagel. Und auch du, Träger. Es ist an der Zeit für euch beide zu erwachen. Die Essenz, die du gesammelt hast, die Hoffnung, die in diesem alten Königreich verbleibt, reines Potenzial. Lass es durch dich hindurch und in den Traumnagel strömen. Hebe dich empor, Träger. Erwachet. Erwachter Traumnagel. Der Traumnagel wurde verbessert, er kann nun selbst in den am besten geschützten Verstand eindringen. Ja. Nun kann sich kein Traum mehr vor dir verbergen. Du kannst in die dunkelsten Orte sehen. Du musst nur den richtigen Spalt finden. Was wirst du mit einer solchen Kraft anfangen, Träger? Wessen Erinnerungen wirst du jagen? Tu wie dir beliebt. Mein Versprechen ist erfüllt. Mögen die Verbrechen meines Stammes von der Zeit fortgespült werden, wie auch die restlichen dieses Königreichs. Okay. Der Traumnagel ist vollständig erwacht, doch zusammen ist immer noch Essenz. Vielleicht habe ich eine Besessenheit in dir geweckt. Dann mach so weiter. Ich werde warten und deinen Fortschritt beobachten. Kehre zu mir zurück, sobald du 2400 Essenz gesammelt hast. Ich habe keine Geschenke mehr zu vergeben, aber du würdest dich als der Träger erweisen, auf den mein Stamm gewartet hat. Dieses Königreich ist voll von alten Erinnerungen. Sowohl von schönen als auch von grotesken. Suche sie, offenbare sie und sammle Essenz. Alles klar. Wenn wir 2-4 haben, kommen wir nochmal zurück. Ja, ach Mensch. So, was machen wir denn Schönes? Erstmal gehen wir hier hin. Ach, wisst ihr was? Wir versuchen mal die Blumenquest zu machen. Was Dings nehmen wir da? Den brauchen wir nicht. Den nehmen wir. Ich brauche noch einige. Sockel. 2, 3, 4, 6, 7, 8 habe ich nur. 3 Stück brauche ich noch. Naja. Was wollte ich denn jetzt noch ausrüsten? Ja, anstatt Langnagel nehmen wir das Ding. Nehmen wir noch den Wegeskompass und Dorn der Qual bringen nicht viel. Wir dürfen keinen Schaden nehmen. Stabiler Körper nehmen wir noch. So, runter. Und genau das darf nicht passieren gleich. Ich glaube, hier war's. Zweimal heilen. Da ist er, Mimir. Die graue Trauernde. Ah, Meon, diese Welt, diese grausame, sündige Welt. Warum erwacht sie? Warum bleibt sie hartnäckig? Ah, Limir, du kannst nicht von Shes großer Tragödie wissen. Wahre Liebe wurde getrennt, zwei Welten, die sich nicht treffen konnten. Und nun meldet Liebe, so lange tot, tot in so weiter Ferne, begraben, Moine. Ei, unter der verhassten Sippe, die unsere Einheit ablehnte, die Chees aus Äußerlichkeit ablehnte. Sie fragt sich, Nalo, könnte Che fragen, könnte Che belasten? Demir, könntest du ein Geschenk zu ihrem Grab bringen? Das Geschenk ist vielleicht klein, aber der Weg ist weit. Sie ruht zwischen ihresgleichen, in der Nähe der opulenten Zuflucht der Königin. Wäre so etwas möglich? Che fragt vielleicht das Unmögliche. Wahnsinn, wenn Limbert solch eine Aufgabe annimmt, wäre das ein Akt der Güte, den Che fast vergessen hatte. Das Geschenk annehmen, ja.
zierliche Blume. Du gewährst eine seltene Wohltat, Lemaire. Das ist der letzte Wunsch von Che. Danach soll Che anderen nie wieder eine Last aufbürden. Eine heilige Blume wird dargeboten. Sie ist ein seltenes, zierliches Objekt. Einzigartig. Du musst sie wertschätzen, sie als dein eigen Herz betrachten. Falls du verletzt wirst, während du sie trägst, oder versuchst, auf diesen holpernden Transportkreaturen zu reiten, würde sie für immer zerstört werden. Ihr Grab liegt in der Mitte des überwucherten Anwesens der Königin. Sie ist von ihresgleichen umgeben, die nicht freundlich zu Eindringlingen sind. Pass auf, Lemaire, ich setze meine Hoffnung auf dich und wünsche mir inständig, dass sich dieser kleine Trost erfüllt. So, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Erstmal zur Sicherheit, falls wir verrecken, machen wir hier ein Traumtor hin. Also nicht verrecken, falls wir Schaden nehmen. Saß ich auf der Bank? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Vieh dürfte erst nicht wieder gespawnt sein. Falsche Links hier gucken. Immer weiter nach links. Kein Interesse an euch. Geht weg. Wieder treffen wir uns, mein kleiner Freund. Hier habe ich endlich meinen Frieden gefunden. Zweimal habe ich diese Welt gesehen, aber mein Dienst hat mir wohl die Erlebnisse meiner ersten Reise entrissen. Ich bin dankbar, dass ich ihre Schönheit nochmal erleben durfte. Highlands Nest ist gewaltig und wundersam, aber keines seiner zahlreichen Wunder, die ich gesehen habe, war so faszinierend wie du. Ach, meine Schmeicheleien werden nur mit stummem Gleichmut erwidert. Das gefällt mir sehr. Unglaublich. Setzen wir uns kurz zu Quibble. Ich trinke einen Schluck. So, es hat Spaß gemacht mit dir, Quibble. So lange gelebt zu haben und sich doch an so wenig zu erinnern. Vielleicht sollte ich dankbar sein. Alle Tragödien ausgelöscht. Ich sehe nur Wunder. War das letzte Mal, dass wir dich sehen, Quibble. Ich hab dich lieb. Oh, hallo, Teaser. Was für ein ruhiger Ohr hatte ich für mehr Aufregung. Ja, das war mir klar. Das müssen wir auch noch machen, ja. Da müssen wir aber vorher nach Tiefnest. Gucken wir, ob die hier noch was hat. Nur das Teil, okay. So, jetzt wird's anstrengend. Kurz mal gucken. Wie gehen wir denn überhaupt dorthin? Da. Gehen wir zur Pilzöde. Ja, zur Pilzöde und dann gehen wir zur Nebelschlucht. Wir müssen übrigens hier hin. Zum Garten der Königin, ohne Schaden zu nehmen. Also jetzt immer weiter nach links, nicht rechts. Ist hier was? Nee. Bei den Viechern aufpassen. Oh, bei den Viechern aufpassen. Eine Sache, die auch noch ein kleiner Tipp ist für Leute, die das probieren zum ersten Mal oder so. Probiert es einfach und denkt aber dran, ihr dürft euch nicht auf eine Bank setzen. Wenn ihr euch auf eine Bank setzt, respawnen die ganzen Gegner. Statt der Tränen weiter gerade. Oder weiter geradeaus? Das weiß ich gerade gar nicht. Da, wir müssen eh oben lang. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wenn ihr euch auf eine Bank setzt, respawnen die
großen Gegner. Daher, wenn ihr das nicht tut, dann ist der Weg, den ihr geht, fast komplett frei. Wie zum Beispiel diese nervigen Mistviecher. Oh, explodiere. Ich töte dich trotzdem. Hasse euch. Komm her. Oh Gott. Komm hier. Perfekt. Das war mal mega bescheuert von mir, ey. Hab ich das Teil hier oben schon? Ja. Ich werde trotzdem mal den Weg lang, ein bisschen noch lang gehen, damit ich zumindest die großen Viecher fertig mache. Mal so Anfängerfehler, ey. Ich habe kurz vergessen, dass die Teile explodieren. Ja, wo muss ich überhaupt lang? Geradeaus, nach unten. Warum zerstöre ich dich nicht? Hier lang. Warte mal kurz. Da wir hier sind, könnte ich ja den Rest von den Viechern, von den Dingern hier aufkaufen. Was heißt der Rest? Ich habe noch gar nichts gekauft von denen. Okay. Fragiles Herz gibt mir mehr Leben. Fragile Gier gibt mir mehr. Geo, wenn ich Viecher töte. Fragile Stärke. Da bin ich stärker. Macht mehr Nagelschaden. So. Alles töten. Genau dich. Nerviges Etwas. Nein. Och Mensch. Dich kühlen. Ganz nach unten. Verdammt, habe ich zu früh den Dash benutzt. Ist das die richtige Richtung? Nein, ich muss eins weiter runter. Sterben. Du respawnst eh, aber ich töte dich trotzdem.
etwas heilen. Du musst sterben. Ihr gespawnt hier alle. Okay. Und hier sind keine Gegner mehr. Dann holen wir uns noch eine Blume ab. Hawaii, tschüss, heilige, kostbare, einzigartige Blume ruiniert. Tschüss, Liebe, die allerletzte, ihr allerletztes Geschenk wurde zerstört. Solches Leid für Che, solcher Kummer. Che dachte, sie könnte nicht mehr ertragen. Ich glaube jedoch, dass Che noch eine Blume hat. Aber Lemaire, diese ist genauso heilig und genauso zerbrechlich. Wenn man solch eine Aufgabe annimmt, muss es das mir kostbarste Herz werden. Würde so etwas noch mal einmal versucht werden? Ja klar, Gepair ist okay. Dann soll dir Che diese neue, heilige, einzigartige Blume geben. Wie Che bereits gesagt hat, wenn man sie trägt, wird sie kostbar verletzt. Ich glaube, wohl mein Glaube an dich erschüttert, ich setze ich weiterhin meine Hoffnung auf dich. Alles klar, machen wir. Solange ich mich nirgendwo hinsetze, alles okay. Ah, ich hätte auch die Viecher hier killen können. Ah, und die sind ziemlich einfach, dran vorbeizugehen. Quibbelschwert. Der ist weg. Iso ist auch weg. Nicht hinsetzen. Bist du Mistvieh da? So. Hier haben wir es das letzte Mal verloren. Die habe ich nicht gekillt, kann ich aber jetzt machen. Okay, jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Okay, das ist, glaube ich, der noch gefährlichste Ort, weil diese Mistviecher respawnen leider. Nicht zu schnell, Steve. Alles okay. Ganz ruhig. Gut, alles gut, alles gut.
Ganz in Ruhe hier lang. Das Vieh habe ich, glaube ich, ja. Dann runter. Nicht zu eilig haben. Das Vieh ist auch erledigt. Gehen wir hier hoch. Fast haben wir's. Vorletzter Raum. Okay. Jetzt kommt der nervigste Teil. Aber wenn ich hier. Das ist schon der Raum, wo wir hin müssen. Ich hasse ihn aber, weil ein kleiner Fehler und wir kommen gegen Dorn und es ist alle zu Ende hier. Okay. Alles gut. Haben wir geschafft. Da ist er. Das ist die Geliebte von Lemaire, wie auch immer die heißt. Hier schläft das Kind des Abtrünnigen. Ist übrigens die Tochter von dem, fuck, wie hieß er auf Deutsch, der Verräterlord oder so, dem Boss, den wir hier im Garten der Königin bekämpft haben, das ist die Tochter von dem und die hatte halt eine Affäre mit Lemaire, aber da die sehr streng sind, was sowas angeht, Lemaire war eine Außenseiterin, haben sie verboten und irgendwie ist sie dann gestorben und nicht schön. Keine schöne Liebesgeschichte. So, dann kannst du jetzt auch Ruhe finden. Lemaire, hast du das getan? Ist das möglich? Die Grausamkeit dieser Welt. Ich dachte, sie wäre überwältigend. Aber Lemaire, solch großes Mitgefühl. Stets Liebe würde ihres Partners Herz über Äonen erkennen. Ist es das, Lemaire? Solches Leid kann enden. Che kann enden. Inai, mein Schatz. Che kann auch enden. Che hin. Haben wir nochmal das Ding. Das geschafft. gibt es hier? Nee, hier sind keine Larven mehr. Gehen wir hier jetzt hoch. Wie viel Geld haben wir? 8800. So, mein Freund. Was machen wir jetzt? Wir können ja mal gucken, was noch in den Läden oben in Mistmund ist. Wenn nix, dann gehen wir jetzt dann zu dem uralten Becken. Und kümmern uns um das zweite Teil vom weißen Fragment. Hast du noch was? Ja, du hast noch einige. Oh, ich habe aber gar nicht mehr so viel. Geo. So, ein Leben mehr. Patamas Geo. Was hast du denn noch so? Laufmeister, ranziges Ei. Geo-Schwarm. Ich gönne mir mal den Geo-Schwarm. Ich muss noch ein bisschen Geo sammeln für die Läden.
Da ist er, Drakoni. Bachenada. Weiße Quellnadel brauche ich nicht. Das kann ich holen. Kongnadel brauche ich auch nicht wirklich. Die Teile auch nicht. Habe ich das Ding schon geholt? Habe ich bestimmt schon zwei, dreimal gefragt hier. Ja, dann gehen wir doch schon mal. Oder? Oder. Gut. Gucken wir mal kurz hier. Deepness habe ich noch. In Tiefness habe ich noch sehr viel zu machen. Ja, halt die Klappe. Okay. Okay, wir gehen jetzt zur versteckten Station. Und gehen schon mal nach hier drin. Ein Leichnam in weißer Rüstung. Wo sind wir denn hier? Hallo. Gut. Sieht übrigens aus wie der Sammler, weil die vermutlich aus demselben Material und in demselben Dings gemacht wurden. Ist ja egal. Das sind künstliche Wesen, mehr oder weniger. Sitzen wir uns. Der weiße Palast. Hier konnte man nicht runter. War hier unten was? Nee. Das wird ein Spaß. Da freue ich mich jetzt schon, die Scheiße hier durchzustehen. So, hier können wir noch nicht rein, weil... Ist so. Hier ist eine Lampe, die muss angemacht werden. Das kann ich ja schon mal machen, dass wir in den ersten richtigen Raum reingehen. Nee. Hallo. Ja. Da, Lampe an. Und die Tür ist offen. Und ab zum Fahrstuhl. Es ging nach links, glaube ich. Ja. Ja, verbeugt euch vor mir. König, alles für uns. Okay, das ist der erste richtige Raum. Gut, dann lassen wir das hier erstmal sein. Nächste Woche werden wir dann den Weißen Palast machen. Eventuell mal sehen, wie ich drauf bin. Machen wir sogar den Weg des Schmerzes. Obwohl, ich glaube nicht. Macht euch schon mal bereit dafür, dass ich nächste Woche sehr oft sterben werde, sehr lange hier drin sein werde.
Also nicht unbedingt sterben, aber es wird ziemlich lange dauern, die Scheiße hier zu machen. Das wird ist eine Parkour-Abteil von dem Spiel sozusagen. Ich habe ewig gebraucht, um sowohl den Weg des Schmerzes als auch den normalen Weg zum weißen Fragment hinzubekommen. Ist nicht leicht. Aber inzwischen müsste ich eigentlich ein bisschen Übung haben, dass ich es hinbekomme. Aber macht euch trotzdem bereit, dass ich eventuell auch ein bisschen wütender werde, sage ich mal. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten hören wir uns morgen wieder bei, weiß ich noch gar nicht, entweder Phasmo oder sonst was. Und spätestens nächste Woche bei der neuen Folge von Hollow Knight. Bis denne.